Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter an diesem Samstag. Zunächst mal vielen Dank an alle, die zahlreich unseren Livestream in der vergangenen Nacht verfolgt haben. Ja, wir haben ja durchgehend 12 Stunden lang berichtet. Ich hoffe, alle sind soweit gut durch den Sturm gekommen, durch den Orkan. Das war ja schon wirklich eine große Sache. Ja, wir hatten live berichtet. Danke nochmal fürs Zuschauen und gerne einfach unseren YouTube-Kanal hier abonnieren. Wir werden natürlich auch immer wieder Livestreams machen, wenn es zu Unwettern kommt. Es steht schon das nächste Sturmtief vor der Tür. Deswegen schauen wir uns aber zunächst nochmal an die Windgeschwindigkeiten hier von Freitag bis in den Samstagmorgen. Wir sehen die Animation. Das waren die Spitzenwindgeschwindigkeiten, wie vor allem die Nordhälfte Deutschlands überquert wurde von diesem schweren Sturmfeld. Teilweise mit Orkanböen, diese lila Farben. Im Vorfeld sehen wir nochmal, wie die Kaltfront auch diese Böenlinie auch Süddeutschland überquert hat. Wir kommen jetzt natürlich zur Zukunft und schauen uns das neue Tiefdruckgebiet an. Ein neues Sturmtief zieht am Sonntag bzw. in der Nacht auf Montag mit seinem Zentrum wieder nördlich an Deutschland, mit dem Tiefdruckzentrum über Skandinavien, Südskandinavien hinweg von der Nordsee kommend und in den Fokus. Da rückt diese doch recht markante Kaltfront, die uns dann ab der Nacht auf Montag überqueren wird. Von Nordwest nach Südost wird die rasch ab Mitternacht etwa von Nordwest nach Südost über Deutschland hinwegziehen. Und mit dieser Kaltfront, da wird es wieder einen Sturmhöhepunkt geben, denn die Kaltfront kann sogar auch mit Gewittern einhergehen. Ich sag nochmal direkt, es wird nicht mehr dieses Ausmaß annehmen, was wir jetzt hatten mit Zeynep, mit dem Sturmtief, mit dem Orkantief, aber an der Kaltfront, da kann es eben wiederum eine sehr stürmische, knackige Kaltfrontpassage geben und vor allem werden diesmal auch vermehrt Gewitter berechnet. Wir schauen uns den Ablauf der Kaltfront in der Nacht auf Montag direkt mal an mit den Karten. Wir sehen den grünen ist Regen, dunkelgrün, teilweise starker Regen und rosa für Gewittersignale sind auch drin. Und auch blau für Schnee taucht auf, denn hinter der Kaltfront erreicht uns hochreichende polare Meereskaltluft. Wir schauen uns den Ablauf mal an. Montag 0 Uhr sehen wir ganz gut, wie die Kaltfront den Westen und Nordwesten erreicht und dann sehr schnell in der Nacht weiter nach Südosten über Deutschland hinwegziehen wird. Das ist diese Linie, die wir ganz gut sehen, die sich dann jetzt hier etwa erstreckt. Von Rostock bis zum Saarland und dann weiter in der Nacht relativ schnell nach Süddeutschland vorankommt. Der äußerste Süden, Südostbayern, Alpen werden bis zum Morgen wohl noch nicht erreicht. Wir sehen auch im Süden in den Höhenlagen, beispielsweise Schwäbische Alb, Schwarzwald, geht das Ganze mit der Kaltfront dann schon in teilweise kräftigen Schneefall über. Auch auf der Rückseite der Kaltfront, da erfolgt der Vorstoß polarer Meereskaltluft. Wir sehen im Norden und Nordwesten folgen dann kräftige Schneeregen und Graupelschauer. Einzelne Wintergewitter mit Flocken bis in tiefe Lagen können dabei sein. Hier wird es dann auch weiterhin sehr windig bis stürmisch bleiben. Nochmal nicht das Ausmaß vom Orkantief Zeynep. Schauen wir uns die Windböenanimation an, sehen wir diese markante Kaltfrontlinie, die Böenlinie, die rasch Deutschland überquert und dann eben auch, es bleibt dann am Montag den ganzen Tag über sehr windig bis teilweise stürmisch. In Schauern können wir auch mal Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde erreichen, aber der Fokus liegt, ich sag's nochmal, auf der Kaltfrontpassage in der Nacht auf Montag, vor allem mit den örtlichen Gewittern, da wird der Schwerpunkt liegen. Denn wir können mit Kaltfrontpassage wieder flächig 80 bis 100 Kilometer pro Stunde kurzfristig, ich sag's nochmal, kurz und knackig mit der Kaltfront erreichen. Es wird nicht über mehrere Stunden diese Windgeschwindigkeiten anhaltend geben und es sind auch in Gewittern wieder einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen möglich. Da, wo eben dann mal ein Gewitter trifft mit der Kaltfrontpassage, kann man nicht ausschließen, dass es sogar mal wieder örtlich zu einer Orkanböe bis um 120 Kilometer pro Stunde kommen wird. Wie gesagt, kurz und knackig mit der Kaltfront, kein stundenlanger anhaltender schwerer Sturm oder Orkan, wie wir ihn hatten. Schauen wir uns das Wetter dazu an, wird uns am Sonntag erst die Warmfront überqueren, vor allem im Nordwesten, Westen, auch Nordrhein-Westfalen, teilweise kräftige Regenfälle, Hochwassergefahr steigt hier auch wieder an den Flüssen und Bächen an, es kommt ordentlich Regen runter, die Warmfront breitet sich im Tagesverlauf nach Osten aus, nach Süden, insgesamt wohl weniger Regen. Der Wind legt zu am Sonntag, dann im Tagesverlauf vom Westen ausbreitend Richtung Landesmitte, schon einzelne starke bis stürmische Böen sind dabei und die Temperaturen steigen dann wieder an, Anfang fällt vor allem so Richtung östliche Mittelgebirge und Alpen auch in den höheren Lagen noch Schnee.
Ja, wir sehen dann in der Nacht auf Montag angesprochen die markante Kaltfront, die uns aus Nordwesten überquert. Gewittergefahr am ehesten wohl so ausbreitend von der Nordsee, von den Niederlanden über den Westen bis in die Landesmitte und dann auch früh morgens im Süden, dass es hier dann auch mal krachen kann, Gewitter gibt mit der Kaltfront. Nach jetzigem Stand eher so nach Nordosten, Osten hin geringer an der Kaltfront die Gewittergefahr. Aber auch hier will ich nicht ausschließen, dass es hier mit der Kaltfront auch mal krachen wird. Über den Wind hatten wir gesprochen mit der Kaltfront, hatte ich gerade gezeigt, eben örtlich in Gewittern sogar Orkanböen möglich. Blicken wir kurz noch auf die Aussichten am Montag und am Dienstag. Am Montag weiterhin sehr unbeständig, weiterhin sehr windig bis stürmisch, keine große gefährliche Sturmlage hinter der Kaltfront. Aber auch einzelne Sturmböen, so um 80, sind durchaus mal wieder dabei. An der Nordsee kann es vorübergehend auch mal wieder zu über 100 Kilometer pro Stunde kommen. Ja, das ist eben so der Montag und wir sehen, dass die Temperaturen dann eben zurückgegangen sind. Ein deutlicher Rückgang hinter der Kaltfront. Am Dienstag erreicht wohl schon wieder die neue Warmfront im Tagesverlauf so den Westen und Nordwesten. Wie schnell hier der Regen dann der neue Regen aufzieht, ist noch nicht ganz klar. Am Dienstag aber keine neue Sturmlage. Der Wind wird am Dienstag verhältnismäßig zu diesen Tagen und vergangenen Tagen wahrscheinlich eher kein großes Thema werden. Damit wünsche ich ein schönes Wochenende. Morgen gibt es hier auf unserem Kanal natürlich wieder das nächste Update. Bis dann und ciao.